So, meine Freunde, was geht? Willkommen zu Terraria. Hier ist Pirateninvasion. Ja. Hä, hey, die sind ja gestorben. Oh. Alter, die Piraten sind sau stark. So. Was geht hier ab? Ach du Scheiße, Piraten. Uhu, Piraten. Alter, was geht denn hier ab? Gleich tot. Wer schießt denn hier die ganze Zeit? Jemand schießt von 5000 Meter. Also, wir haben einen guten Spawnpunkt. Ja, die sind ja gekommen, Mann, die ganze Zeit, weil du ja nicht gekommen bist. Weißt du was, ich flieg kurz mal weg. Ja, toll, Olkan. Weil wir auf dich warten mussten. Wieso auf mich? Ja, ich konnte nicht davor in den Osten gehen. Da hättest du die halt getötet. Ja, jetzt haben die uns alle umgebracht. Machen die auch Tür automatisch auf? Ja. Die haben jetzt hier alle umgebracht. Es gibt's doch so extra Türen, dass die nicht öffnen können. Es sind so Stain-Türen oder so. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Noch leben. So. Scheiß Piraten, Alter. Jetzt ohne Witz. Was wollt ihr denn hier? Wir brauchen auch so eine selbstmechanische Abwehrmaschine. Wäre auch cool, wenn wir das hätten. Ey, der hat irgendwas gedroppt. Hab ich gerade gesehen. Hä? Alter, wie ja, das sind viel zu viele Leute, noch? Mann. Hä, hey, das hat doch nicht. Alter, das ist doch abnormal. Schau mal, wie viele da sind. Die spawnen ja ganze Zeit neu, die Spastis. Hä, hey, golden Sofa. Spawn durchgehend neu, die Huren. Ja, guck mal, was die da machen. Ah, sind ja, ist normal. Hatten wir schon mal eine Pirateninvasion? Nein, hatten wir nicht. Wir hatten nur eine Goblin, ne? Ja. Oh, lol! Cutlass, sperrig, ich hab irgendein Messer. Okay. Ey, willst du mich verarschen? Wie viel kommen denn da noch? Ja, guck, wir haben nur 26%. Ja, das ist normal. Wir müssen also 100 Typen töten. Die Entwickler dachten sich, das ist doch normal. Ja, das ist doch klar, das sind Bosse. Wir machen jetzt normale Gegner. Die töten auch unser Ding. Ja, guck mal, der ist voll unfair, der Captain, Alter. Junge, die spawnen einfach mitten im Spawn. Stimmt's, der Captain ist voll unfair, Mann. Der macht 30 Dinger, Mann. Ja, der Captain ist sowieso der unfairste überhaupt. Der ist richtig unfair, der Captain. Tötet ihn schnell. Er stirbt nicht. Was? Wie viel Leben hat denn der? Voll viel. Zu fair. Und der schießt so 30 Mal. Ja, das ist an erster Stelle gefragt. Captain ist tot, glaube ich. Nein, ist er nicht, der ist drinnen immer noch. Ja, es gibt mehrere Captains. Nö, der Captain lebt hier noch. Ja, es gibt ja auch mehrere, ich glaube, das gibt's nicht. Der ist low. Den besiegt man jetzt. Wie ist jetzt auf den? Ja, natürlich sein Kumpanen blockiert die Schüsse. Junge, das ist ja richtig behindert. Der ist down! Vor allem die campen noch im Spawn. Noch ein Captain! Nee, der ist jetzt auch. Hier kommt links noch einer. Ich weiß, was soll ich denn machen? Ja, komm. Ist doch abnormal krank. Alter, da kommt einer. Ist doch normal. Also machen die unsere Base nicht kaputt. Ja, die spawn trappen und so, das ist normal. Ja, das ist viel besser, als wenn die unsere Base kaputt machen. Ich hab eine Golden Clock, okay. So, hier sind einfache Gegner, komm. Wenn wir die besiegen, dann geht es ja auch clear. Ich bin bei Fire Siglo. Ja, die töten Paddy. Fuck, die töten Paddy. Wer ist Paddy? Der Fettsack. Nein! Echt jetzt? Ja. Wo
Nee, der ist sogar der einzige Besondere. Als ob die genau auf den gehen. Das ist der einzige, der noch lebt. Nee, da leben doch unten noch welche. Sind alle nach unten. Ja, was soll ich denn machen? Alter, aber Paddy heilt sich. Paddy wird geheilt, jawohl. Ja gut, die Heilerin ist nämlich da, die heilt ihn, glaube ich sogar. Ist das behindert, Alter. Wir müssen unsere Bewohner schützen. Alter, wie viele sind denn hier? Siehst du? Fuck! Da ist ein Piratenschiff! Wo? Ey, da in der Luft! Ja. Schieß kaputt, ey, das ist gut, vielleicht wird es kaputt kriegen. Ja. Wo ist denn das hingeflogen? Ah, da oben in der Luft. Kann ich da drauf? Oh mein Gott, da kann man drauf. Ah, die fallen von da, diese Behinderten. Die fallen von da oben. Wir müssen das Piratenschiff kaputt machen. Die kommen von dort alle. Glaube ich. Nee, da sieht, wenn wir das geklärt haben, dann ist es sowieso weg. Stimmt auch. Aber vielleicht lässt es was Gutes droppen. Ja, die One-Hitten ja. Die One-Hitten. Lol, ich habe was Gutes bekommen, was Episches oder so. Also, wie muss man selber. Ich wollte selber gucken, was ich gedroppt bekommen habe. Hey, immerhin haben wir jetzt besseres Equip. Die haben uns Sachen gedroppt. Also ich meine, wir sterben nur 1000 Mal, aber immerhin haben wir jetzt gutes Equip bekommen. Ein wenig. Hoffen wir mal zumindest. Wir müssen wirklich schnell jetzt einen Boss besiegen, weil dann bekommen wir richtig geiles Equip. Hä, hey, das Ding ist down. Lol. Hast du es kaputt gemacht? Ja. Ich wusste nicht, weil ich hab einfach nur nach oben geschossen. Ich wusste gar nicht, dass ich es getroffen habe. Nee, das ist noch da. Hey, was war denn das dann, was runter da war? Siehst du? Hey, noch nichts gekommen. Mehrere kommen, das wär's. Stell dir mal vor, man macht dieses Schiff so kaputt und dann kommt das nächste. Ja, ist so. Guck, da ist es doch noch. Lol. Ich hab sau viel goldene Dekos bekommen. Ich weiß aber nicht, was das bringen soll, Deko. Keine Ahnung, sieht schön aus. Stimmt. Können okay, wir sind gleich down. Kommen wir ja an der obersten Etage. Okay, gleich haben wir die Pirateninvasion überlebt. Nee. Ah, da eine stickt in Lava. Überlebt würde ich nicht sagen. Wir sind 10 Mal gestorben oder so. Ja und? Oder noch öfters. Wenn wir es geklärt haben, ist es überlebt. Nee, geklärt ist geklärt, wie im Namen. So. Achievement bekommen, die Piraten wurden besiegt. Plank. Okay, wir müssen aber die restlichen noch töten. Und jetzt treffen Leute, ja, ich töte die da bei unseren Leuten sind, habe ich getötet gerade noch. Jemand Neues eingezogen. Ah, da ist so ein Typ. Ach du Scheiße! 60 Nahkampfschaden! Du hast doch ein Jojo, das macht doch auch 60, oder? Nein, 50. Oh, ich habe so einen Säbel jetzt, der ist cool. Und der ist auch ein bisschen schnell. Doch, der ist Weltklasse. So, was habe ich noch bekommen? Mode-Item. Okay. Ey, das Schiff ist zwar immer noch da, ne? Das verschwindet nicht. Das muss man kaputt machen. Und das spawnt durch Golden den Piraten, Clock. Ne? Das spawnt auch Piraten ganze Zeit. An sich müssen wir es gar nicht kaputt machen. Wir könnten diese Piraten zum Farmen benutzen. Vielleicht lassen die immer noch Sachen droppen. Das wäre doch eine gute Idee, oder? Lass die Piraten spawnen. Ist doch viel besser. Da können wir vielleicht Sachen gedroppt bekommen. Die spawnen aber nicht mehr. Doch, die spawnen ab und zu. Ich töte die sogar. Hier spawnt noch einer, zwei. Nö, ich töte den scheiß Schiff. Obwohl, das schießt schon das ganze Zeit auf uns. Vor allem, du musst ja alle von diesen Dingern kaputt. Guck, da spawnen deine, hast du gesehen? Ja. 2, 3. Und ich bin tot. Ich überlege wirklich, ob wir mal so eine abwehrmechanisches Ding bauen. Weil wie man gesehen hat, die haben uns richtig überfallen, Alter. Die haben uns die ganze Zeit gespawntrappt. Echt mal gut, wenn das gehen würde. Wir fuck. Lava. Okay, der ist diesen Low. Bin auch low. Junge, dieses Ding, Alter, das regt voll auf. Wie es durchgeht, Mann.
Fick dich. Junge. Hat's was gedroppt? Hat's was gedroppt? Nee, ne? Nee. Einfach nur so. Das haben, die haben einfach nur so ein Schiff da gehabt, weil denen langweilig war. So, ich platziere jetzt mein ganzes Gold. Brauchen Seele der Nacht. Hast du Seele der Nacht? Warte, guck ich gleich. Platziere jetzt erstmal die ganze Kacke. Aber wir haben es überlebt. Legit, wir warten, wir sind einfach legit. Platziere jetzt erstmal die ganzen Goldsachen hier einfach nacheinander. Weiß zwar nicht, wieso ich das mache, aber egal. Platzverschwendung. Hast du zufällig Verfaultes? Nein, aber ich glaube in der Chest. Ich hab, okay. So. Ey, wie platziert man die Kacke? Check's nicht. Okay, kann ich wegschmeißen, keine Ahnung. Mm-mm-mm. 900. So, Seele der Nacht habe ich noch 3 Stück hier. Okay, mehr Verfolgte haben wir scheinbar nicht als 6, als 8. Vielleicht habe ich noch was in meiner privaten Chest, aber ich... Okay, wir müssen mal gucken. Da lege ich eigentlich sowas nicht rein. Ja, du hast ja hier oben was reingetan. Ja, so goldenes Ding. Ich habe auch goldenes Sofa. Da ist noch ein Parrot. Mal getötet. Was wollte ich jetzt machen? Alter. Warte, ich sortiere jetzt erstmal mein Inventar. Mein Inventar ist richtig voll. Hab richtig viel Müll bekommen. Warte, ich hab noch was. Ich weiß, wo ich das hin platzieren könnte. Das passt sogar da rein, glaube ich, oder? Nee, das passt ja nicht. Ja, lass es. was habe ich denn so noch? Nee, brauche ich nicht. So. Okay, was sieht da, was sieht, wie sieht's aus, was machen wir? Weil wir können ja noch nicht craften, die Bässe, ne? Ja, noch die Bässe nicht craften. Ich crafte mir mal kurz Muni. Alter, kriegt man viel Muni. Okay, so die Bosse craften. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Seele des Nachts, glaub. Nach können wir ja gar. Ich kann es ja gar nicht nachgucken. Ist der Typ gestorben? Ja. Ey, doch, da ist er doch. Ich sehe ihn. Die sind hier in der Oberspawn. Ab wegrennen, um das die kannst du dich mal spawnen. Verpissen von denen? Wieso? Kannst du dich vielleicht verpissen? Ey, da ist noch so ein Typ. Ich hab mit dem. Okay, wir brauchen noch 2x Seele der Nacht und 5 Iron Bars. Ja. Mm-mm. Also Lead Bars müssen wir eigentlich noch haben, oder? I don't know. Ich schau nach. In meiner Nee, da hab ich's nicht reingelegt, aber glaube ich was. Tu mal da just for fun unsere Grabsteine hin. Scheißegal wie. Warte, Tungsten ist doch auch, glaube ich, Iron, oder? Ich hab nicht Lead Bar. Ich hab. Wie viel Lead Bar brauchst du? 5.
Ja, Pier 1. Ich weiß nicht, ob Tungsten auch dazu zählt. So, wo gucken? Liedbar, als ob nirgendwo Liedbar hier ist. Wusstest du noch früher mit unserer Holzrüstung? Okay, das heißt, wir brauchen jetzt noch zweimal Seele der Nacht. Jo. Let's go. Da müssen wir eigentlich ja nur kurz runtergehen, ein paar Viecher töten. Dürfte eigentlich nicht so schwer sein. Ich mach's mit Ding. Ui. Da. Ups. Achso. Hier ist das ganze Dienerne-Ohr, was wir nicht abbauen können, immer noch, ne? Seele der Nacht hat's gedroppt, ne, was du getötet hast. Wo denn? Ich hab's schon eingesammelt. So eine Fledermaus droppt es oder was? Keine Ahnung. Wie viele hast du jetzt? Wie viele bräuchtest du? 6. Okay, ich hab jetzt 1. Ich glaube, alles einfach droppt. Ich check selber nicht, was es droppt und was nicht gedroppt. Verstehe ich auch nicht. Finsternis Kreaturen. Hey, warum sind hier eigentlich alle meine Dinger weg? Eine Fackeln. Hast du in den Müll geschmissen? Hey, du hast doch eh so ein Lichtkreaturteil da, oder nicht? Poisonstaff. 50 magischer Schaden, schießt ein Giftfang, die mehrere Feinde durchbohrt. Hä? Ah, hier der Verderber, der müsste es haben. Natürlich droppt er das nicht. Ach, hier der Weltspeiser, der ist natürlich ein normaler Boss geworden. Ein normaler Gegner? Das, den hier ist ja nix. Der war vorhin ein normaler Gegner, normaler Boss, und jetzt ist es ein normaler Gegner. Ist ja normal. Der Verderber könnte es doch droppen, oder? Nee, ja. Hat aber nicht der Huso. Aber der hat dafür mir Material für meine Munition gegeben. Verfaultes droppt er. Da doch. Ja, auch. Der hat mir auch Munition gegeben. Meine Würfel. Alter, hier sind so viele Spinnen, die könnten es droppen. Alter, die sind aber voll stark. Als ob die Spinnen so stark sind, willst du mich verarschen? Okay, das glaube ich lag daran, weil das 5. Seele der Nacht, waren. Okay, komm, wir gehen hoch. Jetzt habe ich genau, wo du es gesagt hast, habe ich auch noch 3 Stück bekommen. Genau. Use so. My cell phone. Komm. Warte. Drop. Was also, war wenn das jetzt geht. Ich hoffe es mal, weil ich habe ja Platinum Bar jetzt hier drin. Ah, wo kann ich das denn? Ah, hier, warte mal. Warte mal. Ich muss ja jetzt mal gucken, wo man das herstellen kann. Oder? Vielleicht auch bei Mithril. Ich glaube bei Mithril, oder? Weil es auch Seele der Nacht ist. Junge, was man mit Seele der Nacht alles craften kann, ist ja richtig krass. Calling on my cell phone. Alter, ich habe irgendwas bekommen, das sieht interessant aus, lass ich auch mal gleich. Mithril am Boss, haben wir das? Ja. Ich lasse das jetzt auch untersuchen, was ich bekomme. Damit haben wir doch unsere Wings gemacht. Interessant, obwohl das ist alles scheiße, wenn ich so überlege. Nee. Schlecht. Okay, wir brauchen scheinbar wirklich Liedbaren. Als ob man jetzt wirklich Liedbaren sammeln. Wieso haben wir keine Liedbaren? Das kann doch nicht sein, dass wir keine Liedbaren haben, Alter. Wahrscheinlich haben wir irgendeine Chest übersehen. Never ever, Alter. Das haben wir doch sau viel gefarmt davon. Vielleicht haben wir davon voll viele Liedohr. Kann auch sein. Oder vielleicht hat Fire die mitgenommen. Wofür braucht er Lied? Weil er heißt Fire. Aber hier ist nichts. Ich schaue jetzt wirklich in Fire sein Iglo. Aber hier ist Liedohr. Es kann doch sein, dass der was hat. Der hatte auch einen mechanischen Wurm.
Der checkt es nicht. Guck, sag ich doch, der hat 12 Leadbahn. Okay, ich habe aber schon 4 Leadbahn bekommen, weil ich Leadbahn ja, gefunden habe. Ich habe den jetzt ausgeraubt, ist mir doch egal. Ja, okay, dann tut es unsere Chest. Das hat er wahrscheinlich eh von uns geklaut, oder wir haben es ihm gegeben. Okay. Hey, von wo hat der so viel? Ich glaube, der hat es von uns bekommen oder so. Calling on my cell phone. Warte mal, mache ich irgendwas falsch? Ah, hier, ich muss ja genau daneben sein, neben dem Ding. Okay, ich habe einen mechanischen Wurm. Okay, jetzt du kannst ja schon mal diese Arena da bauen, die du meintest. Also die da vorne. Eine größere machen. Guck mal, wie groß die ungefähr war, bitte in dem Video. Das muss ich mal, müssen wir genau feststellen. Und das müssen wir erstmal abbauen. Ich weiß nicht mehr, wie viel. Ich weiß ja nicht mal, welches Video das war. War es ein englischer? Ach, ich schau einfach. Such einfach nach Zerstörer. Fertig. Tipps und Tricks oder so. Wir sind hier bei Tipps und Tricks. Ich schau per Handy, Alter, sonst dauert es mir zu lange, Alter. Calling on my cellphone. Achso, Leute, Product Placement. Das haben wir ja lange nicht mehr gemacht. Hier. Heute habe ich. Also, ich habe noch mehr Sachen. Das ist erst der kleine Nachgeschmack. Heute habe ich erst Uludag dabei. Uludag ist das Beste, Alter. So. Ja, ah, ich warte, ich gehe mal zu meinem Sparschwein noch. Später kommt noch das normale da, Monster, Rockstar und so weiter. Ach so, die haben ja gesagt, wir sollen Booster schlecht reden. Booster, ja, das machen wir dann noch, ja. Genau, das müssen wir uns noch merken, dass wir das in dieser Folge auf jeden Fall erwähnen. Aber erstmal nicht, oder? Erstmal ganz ruhig. Ja, so, ich schaue jetzt mal nach. Wie heißt nochmal der Typ da? Mechanisch. Ey, das gucke ich jetzt an. Was ist das denn? Spider-Fang? Nee, das gucke ich mir jetzt an. Das habe ich schon auch. Da kann man sich Rüstung machen. Und Scheißstäbe. Ey, die ist doch cool. Okay, ja. Eigentlich gehen die Rüstungen voll. Ja, aber du musst mal überlegen, Spider-Fang ist viel schwieriger zu sammeln als Höllenstein-Waren. Ja, Höllenstein hat doch mehr Abwehr. Außer okay. Die Stäbe, die könnten ein bisschen cool sein, wenn dann. So man's als Spider-Queen to spit eggs at your enemies. So man's Spiders to fight for you. Das ist doch bestimmt voll cool. Aber da brauchen wir 16 so. Spider-Fang. Ja doch, könnte man eigentlich schon craften, oder? Weil, wofür braucht man sonst die Spider-Fangs? Wäre schon cool eigentlich, vielleicht ist es sogar viel wert. Golden Candle, okay, das... So, ich schau jetzt nach, wie der Typ diesen Zerstörer getötet hat, mit Tipps und Tricks Guide. Alter, das geht 16 Minuten, willst du mich verarschen? Du musst doch nur gucken, wie der die Arena aufgebaut hat. Das zeigt er wahrscheinlich einfach so mitten in 5 Minuten oder so. Okay, ich weiß wie, aber der hat nicht genau gemessen, wie viele, oder? Du kannst doch messen. Warte, hat der es irgendwo erwähnt? Warte, ich schalte mich mal kurz stumm. Es gibt einen Bunny Banner? What the fuck? Hä? Als ob das ein Gegner ist. LOL. LOL. Als ob. Man bekommt ja sogar hier. Alter, lol, Alter. Da kriegt man sogar so ein Häschen-Banner. What the fuck? Wusste ich nicht mal. So, Golden Candle. Wo können wir die denn hin tun? Tu mal erstmal alles Unwichtige, erstmal die Chests. Ich glaube, in die Chest, da haben wir noch genug Platz. Seele des Fluges werde ich jetzt erstmal nicht benötigen, denke ich mal. Golden Candle. Strange Plant, die nehme ich jetzt erstmal mit. Spinnennetz können wir jetzt gleich in Ropes machen. Das auf jeden Fall brauchen wir nicht. So, die ganzen Waren. Poison Stuff. So was Cooles.
Tu ich auch hier rein, alles rein. Feder brauchen wir jetzt nicht. Okay, der Rest, den könnte man gebrauchen. Will der Typ mich verarschen? Es gibt's gar keine Maßeinheit. Der sagt, mach einfach eine kleine Plattform. Danke, du Bastard. Ja, okay, ich schätze mal so ein, was er gebaut hat. Ich schätze mal, das könnte sein, dass wir wieder fehlen. Der hat einfach die Maßeinheit nicht gesagt, der Spaß. Egal, also erstens, der macht es halt ein bisschen größer. Das ist zum Beispiel falsch. Das darf nicht, das muss in der Luft stehen, so halbwegs. Wie? Das soll in der Luft sein, hat der Typ gesagt. Oder? Mit so einem Strich hier. Wieso auch immer. Wenn es nicht funktioniert, dann kann der Typ mich am Arsch lecken. So, wir machen einfach mal jetzt. Ey, hier. Das könnte wirklich klappen, das sieht doch gut aus. So. So groß was. Nee, so groß was nicht. Eins höher. Der hat's auch voll ungleichmäßig. Auf der einen Seite hatte er mehr als an der anderen Seite. Ja gut, aber so können wir ein bisschen schneller ausweichen eigentlich. Das ist schon schlau. Und der hat hier eine Lücke gehabt. Warum? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich lasse es jetzt einfach mal. Wenn es gleich nicht funktioniert, dann kann der meine Arsch lecken. Wofür hier eine Lücke, Alter? Die ist doch voll unnötig. Warte, ich schau mal nach, ob der die danach geschlossen hat. Halt's Maul. Okay, doch, die kannst du schließen. Ja, mach. So, was ja, doch, das sieht gut aus. So, jetzt und der hat gesagt, so als kleiner Tipp, platziere ein paar Campfire, dass wir regenerieren, falls er uns hittet. Stimmt, das ist auch... Alter, das ist nicht mal so eine dumme Idee. Mach ich grad. Ja, so. Mach's nochmal hier, da links. Der wird meistens in die linke Ecke gehen, ich hab da Schiss, da was zu bauen. Vielleicht blockiert es den Weg oder so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Warte, ich schau jetzt mal den Kampf an. Okay, warte, warte. Wenn ich mir das Bild so gerade angucke, es muss doch noch höher sein. Das ist viel zu klein. Also von der Breite her passt es so. Aber nicht von der Höhe. Okay, aber wir müssen sowieso bis nachts warten. So hoch war das ungefähr. Warte, ich guck mal, wie man jetzt Ding noch macht. Super Skeletron, den wollen wir ja auch besiegen. Ich lach gleich, wenn es nicht funktioniert. Das wird einfach wieder so lustig, wenn es nicht funktioniert. Eigentlich kann es ja nur spannend werden. Wenn es funktioniert, dann töt man den halt. Kriegen Drops und so. Und wenn es nicht funktioniert, wird es wieder lustig. Alkan, du hast noch einen Seele der Nacht, oder? Nee, habe ich die schon alle zugeschmissen. Okay, wir brauchen noch einmal. Wir brauchen eine Seele der Nacht. Seele des Lichts, hast du das? Nee. Und die hast du ja gesammelt. Ich habe ja dunkles Ding gemacht und du helles. Stimmt. Das heißt vielleicht irgendwo hier. Okay, ich sammle so lange das hier weiter ein, weil... Jetzt tiefer, so ungefähr. Okay, wir brauchen noch einmal Seele der Nacht. Dreimal Seele des Lichts. Ja, so viel ist das jetzt nicht. So. Hauptsache der Typ, sie sagt keine Maßeinheit und ungerade ist es auch noch. Also wenn das funktioniert, dann heiße ich ab sofort Lionel Messi. Ja, Medusa ist schon mal hier. Ja, das springt natürlich runter. Aber das sieht echt gut aus, irgendwie so halbwegs sieht's gut aus. Auch wenn es ungerade ist. Aber wen juckt schon die gerade Linie? Wenn das schon mal verfault ist. Wenn du verfault ist, bekommst dann immer mitnehmen. Das ist wichtig. Ich platziere die Campfire lieber über den Dach. Hat der Typ auch gemacht, über dem Dach.
oder noch hier reingeht in unsere Base, wieso auch immer. Campfire gibt Life Regen, ist slightly increased. Okay. Mann, als ob. So. Alter, wollt ihr mich ficken? So. Jetzt. Ich schau mal, wie der dann. Schaut's mal nach, wie der dann den Boss bekämpft. Kann. Ja? Schalte ich mal stumm oder so. Wieso kriege ich keine Seele da des Nachts? Ey, weißt du aber was? Was denn? Der wird nicht durchgehend von uns weggegleitet. Man muss schon ausweichen. Ganz Zeit so nach links und rechts laufen und so. Ach was. Ja. Aber dann, hey, was hat das? Warum hat dann dein diese kleine Höhle, warum haben wir die dann überhaupt benutzt? Da kann man doch gar nicht ausweichen. Eben. Wieso haben wir das dann getan? Aus Langeweile. Ich hab's nur so gesehen gehabt. So. Okay. Kannst du mal schnell noch eine Seele der Nacht farmen? Kann man doch gar nicht, das ist Tag. Doch. Finsterkreaturen musst du besiegen. Mich ficken? Was? Was? Hä? Was macht denn der? Was? Was? Ja, irgendein Ding. Der hat die ganze Zeit einfach ohne Grund abgebaut. Geil. Geil! Geiles Spiel! Cool, macht Spaß. Einfach rausgeschmissen werden. Cooles Spiel, jetzt darf ich. Hey, da ist ein Typ! Jetzt darf ich Terraria neu starten. Mandible Calavera! Geiles Spiel! Da ist ein Mandible Calavera! Da ist ein Calavera, Alter! Geiles Spiel, Alter! Jetzt darf ich mich nochmal einmelden, oder was? Guck mal, die spielen Xing Shong Shong. Ja. Yeah. Die spielt Xing Shong Shong. Okay. Voll, jetzt darf ich mich nochmal anmelden. Kann ja wieder 2-3 Minuten jetzt dauern, aber es ist ja eh tags, von daher.
Okay. Wie lange denn noch? Connection lost. Lol. Ich fahre mir jetzt mal Seele des Lichts und dann connecte ich wieder drauf. Also keine Sorge, Jungs. Ich brauche noch einmal Seele des Lichts, dann ist es mir nicht egal. Hat er sich gerade teleportiert? Hat sich teleportiert, mein Freund? Okay, die haben aber auch keine Seele des Lichts. Warte mal, wo war hier der Typ? Der war irgendwo hier unten, glaube ich, oder? Ja, da ist eine Pfeilfalle. Seele des Lichts. Call me on my cell phone. Wir sehen uns gleich wieder.